Ein Familienurlaub, der eine Abwechslung zum stressigen Alltag sein sollte, entpuppt sich am Tag der Abreise zu einem Albtraum. Sergei Enns, Ehemann und Familienvater, möchte noch die von den Kindern gesammelten Muscheln und Steine zum Strand bringen und verschwindet spurlos. Auf einer Insel im Mittelmeer, isoliert von der Außenwelt. Wo kann er sein? Sergei und Ina Enns kommen aus Bielefeld und haben für den August 2016 einen 10-tägigen Urlaub auf Rhodos, Griechenland, gebucht. Vom 11. August bis zum 21. wollten sie einfach mit ihren Kindern entspannen. Diese waren 2 und 9 Jahre alt. Dafür buchten sie das Hotel Mitis Grand Hotel, das im Norden der Insel und direkt am Strand liegt. Am 21. August, als die 10 Tage Lotterleben vorbei waren, sollte es zurück nach Hause gehen. Geplant war, dass ein Shuttlebus sie vom Hotel abholt, zum Flughafen fährt und sie von da aus, mit einem kurzen Zwischenstopp in Hannover, nach Bielefeld fliegen. Der Shuttlebus sollte um 9 Uhr vor dem Hotel halten. Ina und Sergei waren schon früher wach, vor 7. Die Kinder haben noch geschlafen. Sie räumten das Zimmer auf und packten ihre Sachen zusammen. Über die Tage hatten die Kinder auch viele Muscheln und Steine gesammelt. Diese standen, aufbewahrt, in einer Tüte im Hotelzimmer. Ina hat Sergei beauftragt, diese Tüte am Strand zu entleeren, bevor die Kinder aufwachen, weil es sonst vielleicht Tränen geben könnte, da sie die Steine natürlich behalten wollen würden. Eine Sache, auf die wahrscheinlich wenige kommen würden, die aber meiner Meinung nach sehr plausibel und nachsichtig ist. Damit gibt man der Natur wieder das zurück, was man ihr genommen hat, und gleichzeitig müssen sich die Hotelfachangestellten nicht mit Muscheln und Steinen auseinandersetzen. Also macht Sergei sich auf den Weg zum Strand, der nur knapp 80 Meter entfernt liegt. Strand und Hotel sind nur durch eine Straße getrennt. Für die kurze Strecke und schnell zu erledigende Aufgabe nimmt er nur sein Handy mit. Alles andere lässt er zurück. Ina räumt in der Zeit weiter auf. Irgendwann wundert sie sich, dass Sergei nicht zurückkommt. Steine wegbringen dauert eigentlich nicht lange. Und als er nach fast 2 Stunden immer noch nicht wieder da ist, fängt sie an, sich Sorgen zu machen. Ina geht daraufhin zur Rezeption und schildert dem Hotelpersonal die Situation. Auch, dass sie und ihre Kinder gleich von einem Shuttlebus abgeholt und zum Flughafen gefahren werden. Das Personal macht sich sofort auf den Weg zum Strand und sucht nach Sergei. Zur gleichen Zeit wird auch die griechische Polizei eingeschaltet. Jetzt entscheidet Ina etwas, das später in den verschiedenen Foren heiß diskutiert und sogar angeprangert wurde. Sie nimmt die Kinder, steigt in den Shuttlebus und nimmt den regulären Flug nach Bielefeld. Oftmals wird hier gesagt, dass eine besorgte Ehefrau niemals nach Hause fliegen würde, wenn ihr Mann nicht aufzufinden ist. Aber niemand steckt oder steckte in der Haut von Ina. Sie hat ein 2- und 9-jähriges Kind bei sich, die nicht wissen, was vor sich geht. Und selbst wenn man versuchen würde, ihnen die Situation zu erklären, würden sie es nicht verstehen oder schlimmstenfalls sogar erschweren. Nüchtern betrachtet war dies meiner Meinung nach die beste Entscheidung. Denn so hart es klingt, denn einen kühlen Kopf bewahren ist das Beste und Wichtigste in solchen Situationen. Also, Ina ist nach Bielefeld geflogen, um die Kinder dort abzuladen. Vorher hat sie aber noch Anziehsachen und den Ausweis von Sergei bei der Rezeption abgegeben. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sergei einfach die Zeit vergessen hat oder ihm etwas dazwischen gekommen ist. In Bielefeld angekommen, hat Ina sofort eine Vermisstenanzeige aufgegeben, die Kinder abgegeben und nächste Schritte geplant. Sie hat Sergeis Schwester Natalie angerufen, ihr Bescheid gegeben und Flüge nach Rhodos für den nächsten Tag, den 22. August 2016, gebucht. Die Nacht, der Morgen und Mittag gingen wahrscheinlich nur langsam rum. Inas Gedanken kreisten schon hier über alles Mögliche, was sie in die Wege leiten kann, um ihren Mann, den Vater ihrer Kinder, zu finden. Der Flug zurück nach Rhodos hob gegen 17 Uhr am 22. August 2016 ab. Ina, Natalie und 4 weitere Verwandte und Freunde saßen in der engen Kabine und warteten ungeduldig auf die Landung.
Die Flugdauer betrug ungefähr 3,5 Stunden, sodass sie gegen 8:30 auf Rhodos angekommen sind. Sofort hat Ina bei der örtlichen Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Das hatte das Hotelpersonal bisher noch nicht gemacht. Gleichzeitig haben sie auch Poster und Flugblätter ausgedruckt und diese auf der Insel verteilt. Natürlich hauptsächlich im Norden Rhodos, da wo Sergei auch verschwunden ist. Die Polizei hat in der Zwischenzeit die Mobilfunkdaten von Sergeis Handy ausgewertet und einen Tag später, am 23. August, die Ergebnisse bekommen. Es wurde festgestellt, dass das Handy von Sergei das letzte Mal am 22. August eingeschaltet war. Also an dem Tag, wo Ina wieder nach Rhodos geflogen ist und somit einen Tag, nachdem Sergei verschwunden ist. Die letzte Verbindung soll an der Kreuzung Atinon-Kon, Nuzaldari, ungefähr 3 Kilometer vom Hotel gewesen sein. Also landeinwärts. Soll, schreibe ich, weil das Handy sich in einen Funkmast eingeloggt hat, der einen Radius von 3 bis 5 Kilometern hat. Außerdem wissen wir ja mittlerweile, dass Funkmasten kein akribischer Ausgangspunkt sind. Ein guter Hinweis, aber nicht unbedingt mehr als das. Nehmen wir ein Beispiel. Es könnte sein, dass wenn sich zu viele Mobiltelefone in einen Funkmast einloggen, dass das nächste Mobiltelefon, das versucht, eine Verbindung mit diesem Funkmast aufzubauen, an den nächsten weitergeleitet wird und somit den Ort, an dem der Anrufer das letzte Mal gewesen sein soll, verfälscht. Aber weil wir nicht viele weitere Indizien im Fall von Sergei Enns haben, müssen wir diesen Funkmast als glaubwürdigen Ausgangspunkt nehmen. Die Polizei hat außerdem festgestellt, dass Sergei am 21. August keinen Anruf mehr getätigt hat. Der letzte Anruf fand am 20. August statt. Er hat versucht, seine Eltern anzurufen, aber es wurde keine Verbindung hergestellt, weil sie nicht rangegangen sind. Deswegen wird er auch folgende letzte SMS geschrieben haben. Uns geht's allen gut. Wir fliegen morgen früh nach Hause. Es gab also die ersten Indizien. Leider aber keine, die der Suche behilflich waren. Denn dass Sergei sich in einem Radius von 3 bis 5 Kilometern von der Kreuzung Antinon-Kon, Nuzaldari aufgehalten hat, spekulierten die Ermittler und Ina ohnehin schon. Einzig und allein, dass eine Verbindung mit einem Funkmast am 21. August hergestellt wurde, war ein kleiner Funken Hoffnung. Ina hat auch das deutsche Konsulat auf Rhodos und die deutsche Botschaft in Athen vom Fall ihres Mannes informiert. Zudem wurden griechische Medien auf den Fall aufmerksam. Einige berichteten von selbst über Sergei, andere, weil Ina ihn geschrieben hat, um so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf den Fall ihres Mannes zu leiten und das Bild von ihm in die Köpfe der Menschen zu projizieren, sodass, falls irgendjemand ihn sieht, ihn erkennt und der Polizei Bescheid geben kann. So erschienen Radio-, Fernseh- und Zeitungsbeiträge über das Verschwinden von Sergei Enns in nur kürzester Zeit nach seinem Verschwinden. Der mediale Druck veranlasste die Regierung, genauer gesagt den Bürgermeister von Rhodos, dazu die Hilfsorganisation Omnibus Alter einzuschalten. Omnibus Alter ist eine NGO, die freiwillige Suchaktionen organisiert. Und genau das haben sie auch gemacht. Unzählige freiwillige Helfer taten sich zusammen und suchten nach dem vermissten Ehemann. Leider aber erfolglos. Es gab keine Spur von ihm. Es war, als wäre er vom Erdboden verschluckt worden. Zwischen dem 23. und 30. August wurde es ruhiger. Die Ermittlungen und Suchen liefen zwar weiter, aber es gab keine Hinweise oder Zeugenaussagen. Am 30. August klapperten Ina und Natalie mit den anderen Krankenhäuser, Taxistände, Hafen und Hotels ab, in der Hoffnung, dass Sergei, aus welchem Grund auch immer, dort war oder dass irgendjemand einen Mann gesehen oder behandelt hat, der auf die Beschreibung von ihm passt. Leider aber ein weiterer Dämpfer. Niemand hat Sergei gesehen. Ina hat Bilder von ihrem Mann hinterlassen und den Menschen vor Ort gesagt, dass sie sich melden sollen, falls er dort auftaucht. Danach wurden Höhlen, verlassene Häuser und Orte, wo Drogenabhängige sich rumtreiben, abgesucht. Oftmals bekommen gerade Letztere mehr vom Untergrund mit und bemerken sofort Personen, die sie nicht kennen. Aber auch all das ist erfolglos. Es wird ein Fahndungsgeld ausgestellt. Weil aber nichts Früchte zu tragen scheint, wollte Ina unbedingt Mantrailer, Spürhunde, die die Insel absuchen. Aber das gestaltete sich nicht als einfach. Zum einen wird solch eine Suche nicht von öffentlichen Geldern getragen, sondern man muss sie privat zahlen. Und zum anderen muss man erst einmal eine Genehmigung dafür bekommen, diese einfliegen zu dürfen. Der Preis für 2 Suchhunde pro Tag
soll ungesicherten Quellen nach bei knapp 2000 Euro liegen. Ungesichert, weil man diese Zahlen zwar immer wieder liest, aber diese nicht durch offizielle Seiten bestätigt sind. Nach mehrfachem Hin und Her hat es Ina dann irgendwann geschafft, 2 Mantrailer auf die Insel zu bekommen. RTL Explosiv hat die Suche begleitet. Das Video dazu gibt es auf YouTube. Ich werde es euch in der Infobox verlinken. In dem Video sieht man, wie die Suche mit den Hunden genau abgelaufen ist und was sie gefunden haben. Die Suche mit den Hunden fand 5 Wochen nach dem Verschwinden von Sergej statt. Und dabei fand man endlich eine neue Spur. Die Hunde haben den Geruch von Sergej aufgenommen und sind ihm bis zum Rodini-Park gefolgt. Dieser liegt ungefähr dort, wo sich das Mobiltelefon zuletzt in den Funkmast eingeloggt hat. Die Spur endet mitten auf einem Platz in dem Park. Leider war die Euphorie anfänglich groß und man dachte, von hier aus wäre es nun einfacher, Sergej zu finden. Aber leider hat man damit nur die Suche verlagert. Eine Erklärung hat diese Spur zum Rodini-Platz leider nicht geliefert. Es gibt auch einige Hundeexperten, die diese Spur für nicht allzu glaubwürdig halten, weil die Suche mit den Mantrailern erst 5 Wochen nach dem Verschwinden stattgefunden hat. Aber der Großteil denkt, dass diese Spur echt ist. Gerade weil auch beide Hunde unabhängig voneinander die Spur aufgenommen und bis zum Rodini-Park verfolgt haben. Verfälscht wird solch eine Spur meistens durch Regen oder Witterung allgemein, weil es auf Rhodos in den 5 Wochen aber nicht geregnet hat. So zumindest dem Wetterrückblick auf timeanddate.de nach, kann man das eigentlich ausschließen. Das Wetter und der Wind hatten eigentlich sogar die perfekten Bedingungen für Mantrailer. Also kann oder muss man sogar davon ausgehen, dass Sergej wirklich bis zum Rodini-Park gegangen ist. Wo er von da aus hingegangen ist, weiß man aber nicht und es ist auch schwierig zu mutmaßen, da der Rodini-Park viele Ein- und Ausgänge hat. Leider hat man auch keine weiteren Hinweise auf Sergej innerhalb des Parks gefunden. Dieser wurde mehrmals von vielen Freiwilligen abgesucht. Wie man sieht, hat Ina wirklich alles versucht und alle Möglichkeiten ausgemerzt, um ihren Ehemann zu finden. Leider aber ohne Erfolg. Ende 2016 oder Anfang 2017, ich konnte leider kein genaues Datum finden, gab es noch einmal einen großen Hoffnungsschimmer. Das Handy von Sergej Enz wurde gefunden. Von einem Ägypter, der Polizei gesagt hat, er habe das Handy am Strand gefunden und weiterverkauft. Sollte er die Wahrheit sagen, dann wäre Sergej nach seinem Abstecher zum Rodini-Park wieder zurück zum Strand gegangen und hätte sein Handy dort abgelegt oder verloren. Was das bedeuten könnte, werden wir gleich bei den Theorien besprechen. Die griechische Polizei konnte das Handy beschlagnahmen. Sie haben es untersucht und danach der Familie gegeben. Was bei den Untersuchungen herauskam, weiß man nicht. Das wurde nicht öffentlich kommuniziert. Entweder, weil es nichts zu kommunizieren gibt, weil schlichtweg nichts gefunden wurde, oder weil es aus ermittlungstechnischen Gründen keinen Sinn machen würde, die herausgefundenen Informationen zu teilen. So oder so brachte das Handy die Ermittlungen nicht weiter. Sergej Enz wird bis heute vermisst. Nathalie sagt, die Familie hätte sich von der griechischen Polizei im Stich gelassen gefühlt. Sie sei unterbesetzt gewesen und hätte fast nichts organisiert. Sie mussten sich um alles selbst kümmern. Und das, obwohl sie weder die Sprache gesprochen haben, noch wussten, wo sie mit der Suche anfangen sollen. Aufgrund der gewaltigen Medienwirksamkeit gab es einige Sichtungen, von der sich aber leider keine bewahrheitet hat. 2 Zeugen sagen, sie hätten Sergej auf Rhodos gesehen. Ein anderer sagt, er habe ihn auf einer Nachbarinsel erkannt. Die 4. und letzte Sichtung schildert Nathalie in einem Bildinterview. Eine Zeugin habe sich bei ihr gemeldet und ihr gesagt, sie hätte Sergej in Begleitung von Drogendealern gesehen und er hätte betrübt und mitgenommen gewirkt. Nathalie betont direkt, dass diese Zeugenaussage nicht gesichert ist. Und ehrlicherweise klingt sie auch nicht gerade glaubwürdig. Denn wie beschreibend ist denn die Aussage Drogendealer? Und wie erkennt man solch einen? Vielleicht wurde auch einfach eine Verbindung zum Rodini-Park gezogen. Denn dort sollen Aussagen von Einheimischen nach öfter Drogenabhängige und Drogendealer unterwegs sein. Im letzten Schritt haben sie sich auch noch an die russische Botschaft gewendet. Denn Ina und Sergej haben russische Wurzeln. Aber Aussagen von Nathalie nach hätte die russische Botschaft nicht wirklich mitgeholfen. Tatsächlich war Ina sogar einmal im russischen Fernsehen, um auf den Fall ihres Mannes aufmerksam zu machen.
Vielleicht war ein Beweggrund dafür auch einer Theorie geschuldet, die öfter im Netz geschrieben wurde. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch zu den Theorien, denn faktisch haben wir den Fall abgearbeitet. Was jetzt folgt, sind nur noch Spekulationen, gerade weil es beim Verschwinden von Sergej Enz so gut wie keine Indizien gibt, die auf das Verhalten von ihm schließen lassen. Die erste Theorie ist die, dass es sich um einen Unfall handelt. Ein Unfall könnte im Fall von Sergej Enz auf zwei Weisen möglich sein. Eventuell ist er ertrunken. Vielleicht hat er die Steine zurückgebracht und ist nochmal ins Wasser gegangen, um sich vom Strand und der sorgenfreien Zeit zu verabschieden. Vielleicht hat ihn dann eine Strömung erwischt oder irgendetwas Unerwartetes ist passiert, wodurch er ertrunken ist. Wäre er aber freiwillig ins Wasser gegangen, könnte man davon ausgehen, dass er sich wahrscheinlich ausgezogen hat. Aber weder seine Shorts, T-Shirt noch Turnschuhe wurden entlang des Strandes gefunden. Klar könnte man das jetzt auch wieder plausibilisieren, indem man sagt, dass die Kleidung von Sergej geklaut und deswegen nicht gefunden wurde. Einige sind zwar auch der Meinung, dass es gar nicht so unwahrscheinlich wäre, auch dass die Muscheln und Steine vielleicht von irgendeinem Kind mitgenommen wurden, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Natürlich ist das eine sehr subjektive Einschätzung. Ich habe gesagt, es gäbe zwei Möglichkeiten eines Unfalls. Die zweite halte ich für wahrscheinlicher, nämlich dass er nicht freiwillig ins Wasser gegangen, sondern gefallen ist. Vielleicht hat er sein Handy am Strand abgelegt, ist auf einen Felsen geklettert, hat seinen Blick übers Meer schweifen lassen und ist dabei unglücklich gefallen und ertrunken. Damit wäre auch erklärt, warum der Ägypter das Handy am Strand gefunden hat und die Anziehsachen von Sergej nicht gefunden wurden. Gegen beide Szenarien spricht die Tatsache, dass die Leiche niemals gefunden wurde, obwohl sie angespült hätte werden müssen. Der zweite größere Theoriekomplex ist der eines Verbrechens. Eine mögliche Theorie wäre die, dass Sergej Enz auf dem Weg zum Strand an zwielichtige Personen geraten ist, wobei man auf dem Weg zum Strand ausweiten müsste, denn der Weg selbst war ja nur 80 Meter. Aber vielleicht ist er wirklich nochmal am Strand entlang gegangen, um sich zu verabschieden. Immerhin hat er noch 2 Stunden Zeit, bis der Shuttlebus sie vom Hotel abholen sollte. Und als er dann etwas weiter weg vom touristischen Strandabschnitt war, wurde er angegriffen. Wobei man hier realistisch sein muss. Die Angreifer werden nicht vorgehabt haben, ihn umzubringen. Sie wollten ihn wahrscheinlich nur ausrauben. Aber irgendetwas muss schiefgelaufen sein. Und deswegen musste Sergej Enz sterben. Die Leiche haben sie verschwinden lassen. Und als sie weggetragen haben, in der Eile, ist ihnen nicht aufgefallen, dass das Handy ihm aus der Hosentasche gefallen ist und so später vom Ägypter gefunden werden konnte. Man könnte diese Theorie auch etwas abwandeln. Anstatt dass Sergej nochmal am Strand spazieren gegangen ist, könnte es auch sein, dass er verwirrt und desorientiert war und deswegen den Strand entlang geirrt ist. Jetzt fragt ihr euch, wie das sein kann. Wieso sollte Sergej Enz verwirrt sein? Natalie sagte in einem Interview, dass Sergej eine Stoffwechselkrankheit habe, für die er täglich Tabletten einnehmen muss. Was für eine Stoffwechselkrankheit es genau ist, wissen wir nicht. Aber von Diabetes Typ 1 über eine Schilddrüsenunterfunktion kann es alles sein. Natalie sagt auch, dass es sein kann, dass er durch die Tabletten oder weil er sie nicht mehr eingenommen hat, desorientiert gewesen sein könnte. Vielleicht ist diese Abwandlung der Verbrechenstheorie sogar realistischer. Denn wenn er wirklich desorientiert war, je nachdem wie stark, hätte er wie betrunken aussehen können und vielleicht dachten sich die Angreifer deswegen, er wäre ein leichtes Ziel. Und aus einem fehlgeschlagenen Raub wurde eine Verdeckungstat. Apropos Verdeckungstat. Es kursiert auch die Theorie, dass Sergej auf dem kurzen Weg zum Strand angefahren wurde. Das Hotel und den Strand trennt ja eine Straße und diese musste Sergej überqueren. Einige Leute denken, er wäre dort angefahren und danach weggebracht worden. Diese Theorie nenne ich nur zur Vollständigkeit, denn es wurde später an anderen Tagen geguckt, wie viel um 7 Uhr schon los war. Und in der touristischen Hochburg, wo das Hotel von Sergej und Ina lag, war schon extrem viel los. Leute waren schon auf ihren Balkonen und auf den Straßen. Wäre er wirklich angefahren worden, dann hätte es auf jeden Fall Zeugen gegeben. Gerade weil der Fall medial oft und ausführlich aufgearbeitet wurde.
Abgesehen von einem Verbrechen und einem Unfall gibt es noch die Theorie, dass Sergej sich umgebracht hat. Wobei ich diese persönlich für sehr unwahrscheinlich halte. Klar, man kann Menschen nur vor den Kopf gucken. Aber Sergej hatte einen guten Job, eine Frau, zwei Kinder und lebte in sehr stabilen sozialen Verhältnissen. Zudem hat er seinen Eltern einen Tag vor der Abreise noch geschrieben, dass sie nach Hause kommen werden. Also er hat in die Zukunft geplant. Dazu kommt, dass die Idee, zum Strand zu gehen, nicht von ihm kam, sondern dass Ina ihn beauftragt hat, die Steine und Muscheln zum Strand zu bringen. Also hätte er sich wirklich umgebracht, dann hätte die Idee ihm sehr spontan kommen müssen. Und den Fakten, die uns vorliegen nach, muss man einfach sagen, dass diese Theorie sehr unwahrscheinlich ist. Noch unwahrscheinlicher ist die Theorie, dass Sergej freiwillig verschwunden ist. Einige haben spekuliert, dass er sich eventuell nach Russland abgesetzt hat. Russland, weil Ina und er ja russische Wurzeln haben. Aber hier ist auch schon der Knackpunkt. Sie hatten russische Wurzeln, mehr aber auch nicht. Sergej kam als Jugendlicher nach Deutschland, hat sich ein Leben aufgebaut und fast 20 Jahre keinen Kontakt mehr zu oder nach Russland gehabt. Zwar fährt täglich eine Fähre von Rhodos in die Türkei und von da aus wäre es möglich, nach Russland zu reisen, aber ich bezweifle, dass es ohne Ausweisdokumente möglich wäre. Diese hatte er zurück im Hotelzimmer gelassen. Die letzte Theorie, die man noch nennen muss, weil sie so oft in Internetforen oder Diskussionen genannt wird, ist die, dass Sergej das Hotelzimmer erst gar nicht verlassen hat. Damit wird Ina angeprangert, etwas mit dem Verbrechen an Sergej zu tun zu haben. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt, dass sie online oft dafür kritisiert wurde, dass sie am Tag Sergejs Verschwinden einfach nach Hause geflogen ist und wahrscheinlich hat sich diese Theorie hieraus entwickelt. Und ich habe auch schon betont, dass ich ihr Verhalten absolut nicht merkwürdig und absolut nachvollziehbar finde. Sie wollte die Kinder nach Hause bringen und dann mit voller Energie die Suche starten. Und an all den Bemühungen sollte mittlerweile jeder sehen, dass Ina alles dafür getan hat, ihren Mann zu finden. Dazu kommt außerdem eine inoffizielle Aussage eines Freundes von Sergej in einem Forum, der sagt, dass das Hotel Kameras angebracht hatte, auf denen Sergej auch zu sehen ist. Zwar in schlechter Qualität und einem unvorteilhaften Winkel, aber er wäre darauf zu sehen gewesen. Mittlerweile sind diese Sicherheitsaufnahmen aber gelöscht. Und damit haben wir, glaube ich, alle Fakten und Theorien abgehandelt. Falls euch noch etwas einfällt, was ich nicht erwähnt habe, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich persönlich halte die Theorie, dass er abseits der touristischen Strandpromenade entlanggegangen ist, überfallen wurde und sich dabei eine ungeplante Verdeckungstat ergab, am wahrscheinlichsten. Zwar halte ich selbst diese für unwahrscheinlich, aber am wahrscheinlichsten von all den Theorien, die ich genannt habe. Der Fall von Sergej ergibt wirklich keinen Sinn. Wie kann ein Mensch einfach verschwinden und jahrelang nicht gefunden werden, auf einer isolierten, einsamen Insel im Mittelmeer? Wäre er ins Wasser gefallen, wäre er ja auch irgendwann an irgendeiner Küste angespült worden. Aber das ist nicht passiert. Wo ist Sergej Enz? Was glaubt ihr, ist mit Sergej passiert? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Falls ihr Hinweise habt oder Sergej gesehen habt, meldet euch unter www.findet-sergej.de bei der Familie oder der Polizei. Die Hoffnung ist zwar gering, aber sie besteht immer noch. Teilt das Video auch gerne, um auf den Fall von Sergej aufmerksam zu machen und ihn nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Mit nur zwei Mausklicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr diesen Kanal enorm. Und gleichzeitig regt ihr den allseits bekannten Algorithmus an, der dafür sorgt, dass dieses Video auch Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.